Seit Montag liegen die Unterlagen zum Ausbau der Kreuzung am Storchennest öffentlich aus. Demnach ist geplant, hier eine Ampelanlage zu errichten. Ein Kreisverkehr wird von den Experten abgelehnt, da sich bei geschlossener Schranke dort ein Rückstau auf die B96 bilden könnte. Die Lichtzeichenanlage muss mit dem Bahnübergang gekoppelt werden. Dazu ist die komplette Erneuerung der dortigen Technik nötig, da es sich bis dato um eine mechanische Schranke handelt. Für den Ausbau werden auch noch Grundstücke benötigt. Deshalb ist jetzt das sogenannte Planfeststellungsverfahren gestartet worden. Die Kosten für den Ausbau der Kreuzung inklusive Bahnübergang werden mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Unterlagen sind im Hoyerswerda Bürgeramt sowie in der Stadtverwaltung Lauter als auch im Internet unter lds.sachsen.de einsehbar. Dort können dann auch bis zum 24. November Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht werden.